Hallo, in diesem Video möchte ich erklären, wofür man Matrizenrechnung benutzt und was ein lineares Gleichungssystem berechnet. Der normale Schüler würde jetzt natürlich bestimmt sagen, naja, lineare Gleichungen. Aber ich möchte darauf hinaus, wenn hier jetzt steht ax gleich b, diese berühmte Gleichung, die bestimmt jeder von euch schon mal gesehen hat, dann ist b und a gegeben. Was ist x? Was berechnen wir hier eigentlich? Und was soll unser a eigentlich darstellen? Und was heißt, wenn wir unendlich viele Lösungen haben oder keine Lösung? Und warum können wir trotzdem noch eine Lösung haben, wenn wir keine Lösung haben? Oder warum können wir nur eine Lösung haben, wenn wir unendlich viele Lösungen haben? Das geht so in Richtung Pseudomatrix. Da mache ich vielleicht noch ein zweites Video zu. Da gibt es hier nur so einen kleinen Anschnitt. Es geht nicht darum, was kann ich sagen, ein direktes Mapping von, was kann man sich vorstellen und was passiert mathematisch tatsächlich. Es geht nicht darum, dass 1 zu 1 zu übersetzen, sondern ich will nur ein Bild schaffen, damit, wenn ihr das nächste Mal diese langweiligen, dummen, linearen Gleichungen habt, euch vorstellen könnt, okay, das ist das, was wir gerade hier berechnen könnten. Und dafür braucht man es nachher auch. Also konkret wird es auch dafür eingesetzt, was ich hier erkläre. So, in diesem Sinne wollen wir direkt mal starten. So, das ist unser Bild hier und wir sagen einfach mal, dass dieser grüne Punkt ist unser Start und unser roter Punkt ist unser Ziel. Wir wollen jetzt irgendwie von unserem Startpunkt laufen und zu unserem Zielpunkt gelangen. Das ist unser Ziel. Sagen wir, wir sind in einem zweidimensionalen Raum. Zum Beispiel, weiß nicht, wir haben so ein ferngesteuertes Auto oder sowas und es soll eben von hier nach da fahren. Wir können das jetzt mit der Hand steuern, wir könnten aber auch einen Computer berechnen lassen, wie der jetzt am besten fahren soll. Man könnte auch sagen, es ist eine Drohne, die von hier nach da fliegen soll. Also man kann sich da alles Mögliche drunter vorstellen. So, wir wollen jetzt uns erstmal überlegen, was hier eigentlich was ist. Unser Ziel ist b. Ausgehend von der Gleichung ax gleich b. Das ist das, wo wir hinwollen. Das ist meistens gegeben. Wir wissen ja meistens, wo wir hinwollen. Deswegen ist unser b gegeben. Was ist jetzt a? A ist, nein, nicht unser Startpunkt. A ist das gesamte Feld. So kann man sich das vorstellen. Und x ist schlussendlich der Weg, den wir berechnen wollen. So, wem das schon reicht, der kann hier stoppen. X ist also einfach nur der Weg, den wir berechnen wollen, wenn wir uns überlegen, wie kommen wir von hier nach da? Ist ja klar, gibt ja hier nur den geraden Weg. Könnte man jetzt meinen, aber Achtung, es gibt ja auch diesen Weg hier. Warum jetzt? X ist ja ein Vektor. Warum jetzt unser Vektor auch kreisförmig sein kann? Lasst euch davon nicht irritieren. Also kreisförmig, was rund sein kann. Lasst euch davon nicht irritieren. Tatsächlich gibt es diesen Weg. Aber dazu später mehr. Wir wollen uns erstmal um A kümmern. Was ist A? A sind Bedingungen, die auf diesem Feld hier einzuhalten sind. Was heißt Bedingungen? Zum Beispiel ist hier eine Pfütze, da dürfen wir nicht durchfahren. Oder hier liegt ein Stein, da dürfen wir nicht durchfahren. Oder hier ist eine große Wand, dürfen wir nicht durchfahren. Das heißt, A gibt uns Bedingungen vor, die wir einhalten müssen, wenn wir uns überlegen wollen, wie kommen wir nach B. So, und eigentlich ist das auch schon alles. Also wenn man eine einfache bildliche Vorstellung haben will, dann reicht das hier schon. Wir können uns jetzt überlegen, was heißt denn unendlich viele Lösungen? Was heißt denn keine Lösung? Was heißt denn genau eine Lösung? Wir fangen erstmal an, wir machen das nochmal weg hier. Und wir sagen, auf unserem Feld, hat schon mal jemand Kakerlakenrennen gesehen? Kakerlakenrennen werden so für, da gibt es für jede Kakerlake gibt es eine genaue Bahn. Und die können nur geradeaus gehen. So, wenn ich jetzt überlege, wenn ich sage, das sind jetzt zwei Wände, da darf ich nicht links und rechts, weißt du, ich darf nicht hier hin, ich darf nicht hier hin, ich darf nur zwischen diesen zwei Wänden arbeiten. Dann gibt es nur einen Weg. Diesen einen Weg gibt es dann. Dann ist unsere Bedingung so festgelegt, dass wir nur einen einzigen Weg haben. Das entspricht einer quadratischen Matrix, die wir haben. Okay, Achtung, ich springe. Ich mache mal das wieder zu unserem B, das wieder zu unserem A. So, wir könnten uns jetzt aber auch mal vorstellen, dass da nichts ist. Wir haben eigentlich keine Bedingungen, außer vielleicht den Rand hier. Dann können wir auf jeden Fall mal hier den geraden Weg nehmen. Den von eben. Der ist auf jeden Fall da. Wir könnten aber auch so gehen. Wir könnten auch so gehen. Wir könnten auch so gehen oder so gehen oder so gehen oder so gehen oder so gehen. So, das sind alles Lösungswege, die wir gehen können, weil wir haben ja keine Bedingungen. Und ja, ich könnte das jetzt unendlich weiterzeichnen. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt unendlich viele Lösungen. Das ist dann zum Beispiel sowas, wie wenn wir sagen, y und 3y, sowas vielleicht, mit y Element der
reellen Zahlen. So, in diesem Fall, wenn das unser, Moment, hier für die Übersicht, das ist unser x, auch wenn es nur sehr unübersichtlich ist. So, wenn unser x nämlich so aussieht, unser x hat also unendlich viele Lösungen, dann entspricht das sowas hier. Wir haben so wenige Bedingungen in unserer Matrix A drin, dass wir einfach unendlich viele Lösungen haben. Dass wir jeden Weg nehmen könnten, um nach B zu kommen. Und das entspricht so einer kleinen Matrix, zum Beispiel eine Zeile einer Matrix. Und dann haben wir hier mal x ist gleich b. Zum Beispiel 3 und 5. Das beschreibt höchstens nochmal unser Spielfeld hier. Ich glaube, das nennt man auch unterdefiniert oder sowas. Wir haben also zu wenige Formeln, um einen genauen Weg zu bestimmen. Warum wollen wir eigentlich einen genauen Weg haben? Übrigens, so am Rande, wenn wir eine Drohne oder ein, weiß nicht, ein ferngesteuertes Auto von hier nach da steuern wollen, dann bringt es uns ja nichts zu sagen, ja, wir haben ja jetzt hier unendlich viele Wege, nimm halt einen. Das kann ja der Computer nicht entscheiden. Der Computer will einen einzigen Weg haben, den er dann begehen will. Deswegen ist es so wichtig, an dieser Stelle eben eine einzige Lösung zu haben. Weil wir können nur auf eine einzige Lösung unser Auto steuern. Weil dann ist es ja am Ziel. Und deswegen wollen wir eine einzige Lösung haben. Deswegen, Achtung, ist es so schön, wenn wir genauso viele Bedingungen haben, wie wir Variablen haben, weil dann kriegen wir schon direkt eine Lösung raus. Und zwar die, es gibt, da ist keine Frage mehr, ob es die beste oder die schlechteste ist. Es gibt nur die eine. Die müssen wir nehmen, so in die Richtung. So, jetzt ist es hier aber so, wir haben ganz viele, unendlich viele Lösungen und wir brauchen aber eigentlich nur eine. Wir dürfen nur eine haben. Und da kommt dann nachher die Pseudomatrix ins Spiel. Die Pseudo-Inverse, Entschuldigung. Pseudo-Inverse-Matrix. Die sagt uns dann quasi, okay, guck mal, du hast hier unendlich viele Lösungen, aber das hier zum Beispiel, dieser Pfad hier, das ist eigentlich der beste. Aber da kommen wir später nochmal zu. So, jetzt wollen wir den anderen Weg gehen. Wir haben keine Lösung in der Matrix. Was heißt keine Lösung? Keine Lösung heißt, ich mache mal hier so nur rein technisch die Matrix auf. Sagen wir, hier ist unser wieder, ja, Deutsch schwer mit Grammatik und so. So, wir haben hier zwei Variablen, die wir steuern können und wir haben hier ganz viele Formeln. Das heißt, wir haben sehr, sehr, sehr viele Bedingungen. Das könnte zum Beispiel sein, es sind so viele Bedingungen, dass hier eine Wand durchgezogen ist. Das heißt, egal wie wir gehen wollten, so oder so, wir würden unser Ziel gar nicht erreichen, weil wir kommen da gar nicht hin. Weil unsere Bedingungen sind so strikt, dass wir, egal welchen Weg wir nehmen wollten, nicht zum Ziel kommen. Das ist ungefähr so, wie wenn ihr hier steht und hier ist ein fetter Fluss und hier ist euer Abendessen. Egal wie sehr ihr euch anstrengt, ihr kommt durch diesen fetten Fluss nicht durch. Keine Ahnung, warum ich das Beispiel gerade ausgegraben habe. Jedenfalls, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist die Idee, wenn es heißt, es gibt keine Lösung. Es gibt keinen Pfad nach B. Es ist unmöglich, nach B zu kommen. Vielleicht nochmal ein anderes Beispiel statt hier nur diesem Pfad. Stellt euch vor, das Ding hier wäre ein Roboter. Und der hat einen Roboterarm. Guck mal hier. Wir haben so drei und hier ist eine Hand dran. So. Sieht ein bisschen mehrdeutig aus. Guck mal, wir machen mal so. Ich hoffe, das sieht dann besser aus. So. Der hat jetzt einen Roboterarm. Und der will jetzt, weiß nicht, dieser Roboterarm soll jetzt ein Stück Kuchen an diesem Ort hier aufheben. Dann stellen wir fest, dass der Roboterarm ungefähr diesen Schwenkkreis hat. Das heißt, der Roboterarm ist viel zu klein, viel zu kurz, um nach B zu kommen. Der kann also B gar nicht erreichen. Das wäre nochmal ein anderes Beispiel. Aus der Praxis übrigens auch. So, und ja, dann wollen wir dieses Video erstmal dabei belassen. Darum geht es, wenn wir sagen, wir haben keine Lösung, wir haben eine Lösung oder wir haben unendlich viele Lösungen. Und das wird auch dabei berechnet.